Moin Atze, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, meine Damen und Herren und Dinge. Sexpack, Bild her. Hallo. Wir fliegen heute mal wieder ein bisschen. Wie geht's dir, Atze? Noch eine Woche, dann ist Weihnachten. Also noch 6 Tage jetzt eigentlich, so grob. Irgendwie. Wenn du mir auch kurz wieder mal sagen könntest, nachdem Microsoft mal wieder meinte, irgendwas umstellen zu müssen, wie passt das mit dem Ton? Zu laut, zu leise? Microsoft meinte ja mal wieder, es müsste spielen. Nein. Steig mal einfach mal da ein. Passt alles perfekt. Also, das passt alles bezog sich jetzt auf die Frage, wie es dir geht oder ob mit dem Ton alles stimmt. Ich glaube, das ist ein bisschen laut, oder? Aber... Sowohl als auch, perfekt. Mahlzeit, Van. Bin mal gespannt, ob ich noch was treffe. Das ist Natur. Das ist alles Natur momentan. Ich weiß, ich müsste mal wieder zum Friseur, aber... Ich sag der Trimmung. Jetzt drückt er wieder die andere Richtung rüber, das Scheißding. Wie geht's dir, Ben? Tag gut rumgebracht? Wette mit euch, ich komme an und die Panzer sind weg. Okay, viel Spaß dabei. Mal ein bisschen üben mit der Rumsicht. Okay. Autsch. Was treibt sich denn da? Ach, da sieht man das im Stream, die Punkte, die da auf mich zukommen? Nein, sieht man noch nicht, glaube ich. Da tummelt sich einiges. Und das verstehe ich nicht. Normalerweise habe ich ja eingestellt, dass das Ding sich in der Waagerechte halten soll, also so ein quasi Autopilot. Wenn ich Heckschütze oder sowas mache, aber irgendwie nach dem letzten Patch ignoriert er das einfach. Und ja, wir brettern mit 300 km/h durch die Gegend, aber es kommt mir trotzdem vor, als wären wir kriechend unterwegs. Habt ihr denn schon alle Einkäufe für Weihnachten und so weiter erledigt? Eine P51, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist. Hä?
So, jetzt lasst mir bitte was übrig, wenn ich da jetzt gleich versuche, was zu treffen. Nein, 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 nein. Ah, okay. Ich dachte schon, es ging um die Schlacht. Oder was wahrscheinlich besser ist, ich komme an und werde abgeschossen. Kommt wahrscheinlich am Ende des Tages aufs Gleiche raus. Oder die Panzer sind so im Wald versteckt, dass ich sie gar nicht sehe. Alles möglich. Das ist schön. Das sind unsere Bunker, die irgendwo hinschießen. Nein! Ah, ich hab's gewusst. Ja, es sind die Panzer alle buff. Ach, fickt euch doch ins Knie. Da, wo es brennt, das waren gerade die feindlichen Panzer, die sind in die Luft gegangen. Ach, leckt doch die Welt am Arsch. Entschuldigung. Was bist du? Ah. So, was mache ich jetzt? Ja, du schmeißt gerade deine Bomben umsonst weg, da ist alles kaputt. Ich muss hier gerade ganz kurz nach unten scrollen, sonst sehe ich nichts. Ivan McGregor. Wer ist das? Ich kenne mich bei doch sowas doch nicht aus. Feindliche Basis, feindlicher Flugplatz, Aufklärer. Mist. Muss Lohnarbeit her, okay. Hast du was gefunden eigentlich? Der blutige Pfad Gottes, der blutige Pfad Gottes. Okay, Mama. Während ich hier einen kleinen Rundflug mache, um irgendwas zu finden, was sich eventuell lohnen könnte, anzugreifen, aber... Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ach. Ist denn mein Freund? Aber was macht er mit der B-109 so tief unten? Der blutige Pfad Gottes. Ich kenne den Film gar. Ha, da ist irgendwas, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Da war was auf der Map. Da ist ein Panzer. Wo? Da war ein. Da sind Panzer. Wo? Wir sind überall Panzer. Wo?
Passe ich da unten durch? Wahrscheinlich nicht. Wir haben 24 Schuss einer 30 mm Kanone. Ich guck's mir gleich an, wenn ich gelandet bin. Wenn also einer so blöd sein sollte, mir frontal entgegen zu. Hahaha. Scheiße. Na komm, 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 sind bloß 30 mm, sind bloß 30 mm, Scheiße. Wo ist er denn? Da. Na, Scheiße. Verrutscht. Ja, blöd als Turnfighter in den Turnfight zu gehen, ne? Ich. Boah! Ach, der, jetzt hat leer, ja. Und so sehe ich. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Aber wenn dann natürlich auch ausgerechnet die eine Kiste, gegen die ich nicht anstinken kann, im Turnfight kommt, dann ist es halt meh. Oh, das ist der gleich direkt mit dem ersten Schuss, die Made. Halt. Wollt ihr mich verarschen? Okay, er wollte mich verarschen, er hat sich vertippt. Kann auch mal passieren. Jetzt komm schon, Fahrwerk ist drin, jetzt gib mal Gas, du Scheißteil. Ich bitte für ja. Die Maschine hat schwer zu kämpfen, mich hochzukriegen. Aber wir können ja auch mal kurz den Overpower reinhauen. Jetzt! Seht ihr das? Seht ihr? Das macht das Spiel doch mit Absicht. Das macht das Spiel doch mit Absicht. Aber wenn da unten, oh, was ist das denn?
spüren, wie nah wir sind zu gewinnen. Da schießt irgendwas. Aber was? Und auf wen? Ich hab irgendwas im Arsch. Wo ist er? Eine P6. Ach du Scheiße, P38. Hallo. Was ist das für ein Manöver? Oh, hör auf zu zappeln. Oh, wie viel Schuss denn noch? Hey. Nein, ist es nicht. Bei Wargaming hätte ich jetzt durchhalten können, also ich hätte voll draufhalten können und dann wäre halt so ein Balken bei ihm runtergetickert, bis er dann gestorben ist. Entschuldigung. Augen auf die Karte. Schiffchen fahren und Panzer fahren ist witzig bei Wargaming, aber das Fliegen und die Erklärungen, ich habe es mir bei Pinguin angeschaut, er kann ja nichts dafür für das Spiel, aber was da erklärt, oder wie da Bomber eingesetzt werden, wie da Jäger eingesetzt werden, wie da schwere Jäger eingesetzt werden, das tut in der Seele weh, das tut einfach weh. So, ich habe doch da drüben irgendwas schießen sehen. Können wir mit den 81 Schuss, ja, das müsste eigentlich noch passen. Was bist du? Du qualmst. Warum qualmst du? Und was bist du? Eine Do 17. Okay. Flieger gehören abgeschossen. Ich gebe dir gleich. Wart du nur ab, bis es hier mal die Schiffchen gibt. Bin viel zu niedrig. Bin viel zu niedrig. Ja.
Das Problem ist, wenn ich das so richtig gesehen habe, also ich habe mal bei einem zugeguckt, der diese Schiffchen in diesem Spiel gespielt hat. Die Flak schießt da nicht automatisch. Nein, da musst du selber schießen und zielen. Wenn sie trifft, macht es einen ordentlichen Wumms. Aber dazu muss sie halt erstmal treffen. Ich muss höher, ich bin viel zu niedrig. G100, D1, H100, G100? Was ist eine H100? Bleibt dran, Männer, der Sieg ist greifbar! Sind feindliche Bomber oder sowas angekündigt? Zerstöre feindliche Aufklärer, zerstöre Bomber bei F5. Natürlich am anderen Seite der Map. Natürlich blöd. Da unten ballern so wie blöd. Kannst dein Haus sehen? Welches ist es denn? Dass, wenn ich abstürze, ich weiß, wo ich landen muss. Ich bin in Versuchung zu versuchen, Flak oder Pax unten abzuknallen. Weil es sieht ja hier doch eigentlich recht sauber aus. Der schrie gerade zu mir auf Höhe 2500. Das ist bei mir in der Höhe. Hat er mich gesehen? Unten sind Bäume, keine gute Idee. Ja. B5 hat er gesagt. Es wäre da unten irgendwo. Ach. Ich sehe da niemanden. Ah, doch da. Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Scheiße. Ah, da. Die Flak schießt wohin? Dranbleiben!
Wo sind die? Scheiße. Wo zum Teufel? Wo? Da schießt eine Flak. Pfeifchen! Einen wunderschönen guten Abend, die Dame. Ach, da unten Ballon. Hä? Hä? Da, da, da. Ja toll, das machen die jetzt alleine. Auch dann trotzdem einen wunderschönen guten Abend, die Dame Schnuffi. Wie geht es dir? Jetzt ist er, glaube ich, richtig da. Wie geht es dir, Schnuffi? Ist es da unten jetzt der Japaner oder ist es? Nein, ist nicht der Japaner. Da sollte man fast einen Fehlcounter einbauen, Fehlschnuffi oder sowas. Alles eingekauft, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Warum ist hier eine KI? Egal. Ach, weil ich über dem Flughafen bin. Und da hinten wird unser Flugfeld angegriffen. Wurde das entdeckt oder angegriffen? Ah, okay. Da fliegt etwas relativ hoch. Geradeaus. Da gucken wir nochmal nach. Das könnte ein feindlicher Bomber sein. Wobei, das sind zwei schwarze Punkte da geradeaus. Die seht ihr wahrscheinlich noch nicht, weil sie zu klein sind. Und da sind nochmal zwei. Ah, ho, ha, ha. Hui, 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 hui. Fuck, der hat einen am Arsch und ich sehe es nicht. Bah. So, welche ist es jetzt? Na komm, zieh runter, 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 runter. Ich verliere ihn, ich verliere ihn, ich verliere ihn.
Hallo, ich bin's. Shit! Ich hab zu früh geschossen, ich war zu ungeduldig. So, jetzt wäre nett, wenn der andere Kollege, der da gerade abgehauen ist, mir helfen könnte irgendwie. Ernsthaft? Das ist ein verschissener Japaner. Richtig gute Besserung aus. Das war der verschissene, verfickte Japaner. Aber wie kann der im Energy Fight gegen mich gewinnen? Das ist der im Turn Fight, aber das war kein. Ja, aber da ging es ja nicht um Wendigkeit, da ging es um die Energie zu haben, um Looping zu machen. Boah, Salz. Tiefes, tiefes Salz. Flugfeld 3, ja, das ist das oben. Gut. Ach, das ist falsch. Moment. Stopp, 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 stopp. Sind ja keine Panzer. Einfach. Beep, 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 beep. Machen wir einfach, um die Punkte für die Focke Wolf zu kommen. Machen wir einfach mal einen Bombpoint auf den Runway. Just for fun. Bleibt dran, Männer, der Sieg ist greifbar! Ich hab verkackt, weil ich dachte, ich flieg gegen einen Ami. Weil die Map ist, wie ihr an den Flaggen seht, Deutschland und Italien gegen USA. Dass diese Arschlöcher irgendwelche Drecks japanischen Maschinen haben, ist neben der Tatsache, dass es unrealistisch ist, einfach nur Scheiße. Entschuldigung. Genug Geflucht für heute. Und wir werden. Ja, das Gefluche geht los. Warum bin ich da unten gestartet? Ich habe doch Flugfeld. Diese Umstellung, die sie gemacht haben beim Flugfeld auswählen, die ist so deprimierend. Egal. Fail Air, nicht AS, sondern R, also AIR. Found New Mission Target, warten. Lasst uns erstmal Geschwindigkeit holen. Und das meinte ich, ihr seht ja jetzt, das Flugzeug hat sich ausgelevelt und fliegt relativ stabil, wenn ich in der Gunner-Ansicht bin. Bei denen, wo du jetzt diese, also die Ich-Perspektive des Gunners hast, macht es das Ding nicht mehr. Da haut. Unsere Basis an. Sofort die Verteidigung verstärken. Spy
Da haut dir das Flugzeug ab. Na, wir drehen einen Tick zu weit nach da. Wow. Das ist aber ein starker Wind gerade. AIR. Also Fehl AIR. Da könnt ihr es lesen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Erst fünfmal. Und da heißt es, ich würde immer so viel und so oft und. Naja, eher Luft und so und Fehl und so, nicht? Oder Komma, Ausrufezeichen, Kommands. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Da hat irgendjemand den Japsen abgeknallt. Fehlkommands, nein, nur Commands. Ohne Fehl. Ist jetzt natürlich überhaupt nicht auffällig, dass ich mit meiner Wintertarnung hier mitten im Hochsommer in der Gegend rumfliege, na gut. Ich muss auf jeden Fall Höhe gewinnen. Ich bin noch viel zu niedrig, viel zu niedrig. Scheiße, das ist kein Fleck auf meinem Monitor. Fuck. Brauch Geschwindigkeit. Ja, was bist du? Sieht man den Punkt? Ja, man sieht den Punkt. Also genau da ist jetzt so ein Punkt, der rumfliegt. Das ist ein Feindflugzeug. So, jetzt haben wir 300 km/h. Jetzt kannst du wieder steigen. Oh, wir haben einen Seitenwind. Das ist nicht mehr schön. Hüllt sich gleich in schwarzen Rauch, meinst du? Wäre auch geschickt. Wäre auch geschickt. Aber unter mir ist gleich Essen-Mülheim Airport. Hast du nicht irgendwo deiner Gegend gesagt, dass da, also ich habe da 8 Bomben. Wenn da außersehen eine bei dir runterkommen sollte, macht doch nichts aus, oder? Crosswind, ja. Warum überhitzen meine Motoren? Boah, da drückt mich wirklich weg, der Wind. Vor allem finde ich es immer witzig, dass die unterschiedlich heiß werden, die Motoren.
Ja, das Problem ist bloß, du bist als Bomber in diesem Spiel, also die sind ja früher nicht umsonst in Rotten geflogen, also mit 6 oder 9 oder 12 Maschinen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Gegner mit mir nehme, ist bei 90%. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich einer sieht, ich tot bin, ist bei 100%. Deswegen, desto länger ich in der Luft bin, desto wahrscheinlicher ist es, dass mich jemand sieht, desto wahrscheinlicher bin ich tot. Ich hätte schwören können, ich habe gerade ein Motorengeräusch gehört. Oh, jetzt drückt es mich schon wieder darüber, verduft. Vom Beruf Flugberater. Warst du nicht beim Bund? Da gibt's Flugberater? Also was Schnuffi gesagt hat mit Gegenwind und so, stimmt. Bedingt. Beim Bund gibt's... Das hört sich nach Flak an, scheiße. Bin ich da über dem Flughafen? Verdammte Scheiße. Den da muss ich dich bombardieren. Sagt mir jetzt nicht, dass es der andere ist. Dann bin ich nämlich tot. Scheiße. Aber ich höre eine Maschine. Ich höre eine Maschine. Wo, 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 wo? Wo ist er? Wasser überhitzt. Warum überhitzt Wasser? Ich bin unbeschädigt. Ich fliege, stinkt. Oh. Ach du Jemine, jetzt werde ich auch noch von Profis beobachtet, das ist ja noch viel schlimmer. Das müsste... Boah, hör auf zu wackeln. Ja, ich glaube, da kommen wir gut ran. Geschwindigkeit... Nein, 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 nein. Seht ihr, wie es mich rüberzieht? Ist da einer am Boden? Nein, schade. Kannst du mal aufhören, rüber zu ziehen? Da lang, da lang, da lang und... Klick, 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 weg, weg, weg. Aua, die tun gleich weh, die tun gleich weh. Oh, der tut gleich weh, der tut gleich verdammt weh, der tut gleich verdammt weh. Schießt wie meine Oma, ja, ist ja auch ein Oma-Flieger. Hat er echt? Ah, ich dachte schon.
Zieht der zurück oder zieht der Wind? Der zieht weg. Hä? Also ich würde ja sagen, sie haben mich aus den Augen verloren, aber mit der Rauchschwade. Was machen die? Tschüss, okay. Dann halt nicht. Eben, also mit dem Rauch bin ich ja fast unauffällig. Also so fast. Naja, ich gehe davon aus, es war die Flughafen-KI, die haben eingeführt. Die haben die Flak ein bisschen reduziert. Dafür gibt es jetzt an jedem Flughafen 2 Jäger. Hallo Mary, tschüss Mary, knuddel mal jemand Mary für mich, wenn sie mich nicht hört. Danke fürs kurze Reinschauen. Ich wünsche, hat jemand anders auch noch Probleme mit dem Stream? Nee, nicht auf mich schießen. Atze, knuddel mal Mary für mich, wenn sie mich nicht hört. Kann jemand Russisch? Was meint dieser nette Herr da von mir? Okay, der Ruski hat es bestätigt. Ja, ist mir klar, dass Wasser überhitzt, wenn es Öl am Arsch ist. Oh, die Landung. Ach du Scheiße, mein rechter Motor ist am Arsch. Mein linker Motor ist am Arsch. Mein linker Motor ist am Arsch. Und ich habe die Knöpfe nicht belegt, wo man die Propeller einstellen kann. Das ist blöd. Verstanden. Augen auf die Karte. Und warum blinkt unser Flughafen dauernd? Das heißt eigentlich, dass da Feind ist. Und Feind am Flughafen ist scheiße. Was macht denn der Motor? Ja, der Motor, der rechte, linke Motor ist schon aus. Kacke. Fuck. Ja, jetzt sieht man's. Hallo? Scheint ein feindlicher Bomber gewesen zu sein, wenn er nichts von mir wollte. Oh, da ist ein Flakfeuer. Das sehe ich zumindest, wo der Flughafen ist. Guten Abend, Spartissel. Wie geht es dir? Oh, die Landung wird krass. Die Landung wird schön. Die Landung wird sehr schön. Da ist der Flughafen. Da müssen wir hin. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Kehre zum Flugplatz zurück. Bestätigt. Spartissel, noch lebe ich. Ich bin nur etwas angeschlagen. Also geringfügig. Da ist ein Feind, da ist ein Flieger. Oh, bitte nicht auch noch der andere Motor. Nicht jetzt. Hör auf zu stottern.
Davon ist das Ziel. Nein. Nein. Wenn ich höre, würde ich jetzt einen Neustart des Motors versuchen, aber so doch nicht. Noch ein bisschen Geschwindigkeit mitnehmen. Ich kann schon spüren, wie nah wir sind zu gewinnen. Landeklappen raus, Geschwindigkeit weg, Fahrwerk raus. Warum schießt der Flak? Warum schießt der Flak? Dieses Arschloch! Das geht doch nicht! Ach, Scheiße! Brauche Deckung! Das sind nicht freundliche Hörtchen, nein! Boah, da mache ich mir so eine Mühe und dann kommt der am Schluss. Wenigstens habe ich den Abschluss für ihn bekommen, oder? Ja, ich habe den Abschluss für ihn bekommen. Zum Glück haben wir das nicht auf Video. Hallo Baumkuchen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wir können am Schluss noch eine Runde RB machen. Die Sim-Modis heute sind tight hier. Da habe ich keinen Panzer für. Aber wir können nachher, wenn gewünscht ist, noch eine RB-Panzerrunde machen. Naja, du auch mal. Ja, das, so kommt die Statistik, da muss man irgendeine Glättung reinmachen. Aber meine Standardfrage, Spartissel, Baumkuchen, wie geht's euch? Schnuffi, nein. Auch wenn es eigentlich das perfekte Spiel für mich wäre als alter Camper. Ja, ich war einer von den Arschlöchern, der sich bei Shootern, wo es eine Sniper gibt, in die Ecke hockt und wartet. Und dann meistens dummerweise auch noch trifft. Aber nein. Krieg ich den? Das sind mehrere Scheiße. Habe ich das Fahrwerk drin? Ja, das Fahrwerk war drin. Mäh. Was machst du da? RB ist langweilig, ja, aber ich könnte ein bisschen üben und dann vielleicht hätte ich auch mal Panzer. Also, ja, ich habe mir eigentlich schon vorgenommen, wenn ich War Thunder streame und es gibt die Sim-Panzer-Runde, wo ich spielen kann, weil da halt mehr Action ist als wie dieses Rumgefliege hier. Erkläre ich dir gleich, Schnuffi. Aber heute ist halt leider nicht. Heute ist nicht. Heute ist im Sim-Modus halt hier. Leerze. Salt. Mhm. Tiefes Salz. Ganz tiefes Salz. Ah, Scheiße, ist er abgehauen. Ist der mir echt dazwischen?
Was denn du? Es gibt in diesem, also Schnuffi. Bei Arcade gibt es mehr Action, bei Arcade gibt es alles, bloß keine. Naja. Es gibt in diesem Spiel drei Spielmodis: Arcade, Realistisch und Sim. Die gröbste oder das sichtbarste Unterschied zwischen den einzelnen Modis ist, du hast in. Ach du Scheiße, das ist ein Bomberstaffel hier. C2, da kommt ein Bomber, da kommt ein Bomber. Scheiße. Also das Ersichtlichste ist, du hast in Arcade Freund-Feind-Kennung. Also einen schönen blauen oder roten Rahmen um die Spieler. Bei RB hast du um die befreundeten Flugzeuge eine Freund-Feind-Kennung, also eine Freund-Kennung, also einen blauen Rahmen. Aber nicht bei dem. Schießt der? Schießt der? Schießt der? Schießt der? Nein. Das war auch der, wo wir vorhin den Japanern Halsgeld hat. Wehe, der hat wieder die Japaner am Arsch. Wehe. Und bei Sim hast du eben wirklich nur Freundkennung, wenn du nahe dran bist. Bei Sim Panzer hast du sogar gar keine. Also absolut gar keine Freund-Feind-Kennung. Bei Panzern gibt es, glaube ich, was das Schadensmodell und so weiter angeht, keine Unterschiede. Bei den Flugzeugen ist es wirklich so, dass auch das Flugmodell anders ist. Also Manöver, die du im Arcade-Modus machen kannst, die tun im Simulationsmodus nicht mehr. Und der RB-Modus ist so zwischendrin. Das, was ich hier fliege, ist der SB-Modus, wobei man auch immer noch sagen muss, am Ende des Tages ist es ein Free-to-Play-Multiplayer-Spiel, von daher ist es in Ordnung. Aber wenn du andere Flugsimulatoren anguckst, ist das, was man hier Sim-Modus schimpft, bei denen der Arcade- oder realistische Modus. Und danke, Atze. Danke, danke, danke. Nicht. Ja, nein. Also ja, was Baumkuchen sagt. Es gab normalerweise jeden Tag einen Panzer-Simulationsmodus. Einen für High-Tier und einen für Low-Tier. Jetzt haben sie so gemacht, dass es. Oh, Scheiße. Moment, ich muss mich kurz. Ich muss ganz kurz. Warum hat die scheiß Kiste bloß. Boah, Landeklappen für Start. Ah, fuck, ich bin zu niedrig. Und zu langsam. Da haben sie jetzt geändert. Also wie gesagt, es gab früher im 24-Stunden-Rhythmus neue Kombinationen aus Panzern und Flugzeugen, die du mitnehmen durftest. Und da gab es dann halt eins für Low-Tier und eins für High-Tier. Und jetzt haben sie so gemacht, dass es keine Auswahl mehr zwischen High und Low gibt, sondern es gibt einen im Klassischen. Im Klassen heißt, du hast einen Einstiegspunkt fürs Flugzeug und zwei für einen Panzer. Im neuen Modus, den Baumkuchen gerade meinte, hast du diese Einstiegspunkte verteilt über mehrere Fahrzeuge. No risk, no fun. Habe ich einen am Arsch? Ne. Doch, ich habe einen am Arsch, aber das ist KI, denn. Na komm, dann bin ich unter Ihnen, jetzt bin ich unter Ihnen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir kommen ran, wir kommen ran, wir kommen ran, wir kommen ran. Und YOLO. Fuck! Vorbei, YOLO! Weg, 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 weg.
Scheiße. Und natürlich hat er meinen Motor erwischt. Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Der hat vorne. Kann echt nicht wahr sein. Die Maschine ist am Arsch, also YOLO. Jetzt mache ich das, was man eigentlich überhaupt nicht machen sollte. Ich gehe Kamikaze. Beziehungsweise die Bomber gehen gerade Kamikaze. Was machen die? Gut, das Geschenk nehme ich natürlich auch dankend an. Oh, da ist ein Einzelner, da ist ein Einzelner. Den ich verpasse. Ach komm schon. Nehmen wir halt den. Oh, zick nicht so rum, du scheiß Maschinen. Und das war's. Wo kamen die denn her? Wo kamen die denn her? Oh mein Gott, die Runde läuft aber heute wieder. Also, das läuft heute ja wieder. Also, Spitzenklasse. Ich denke mir noch so, wo kommen die Schüsse her? Der Bomber vor mir ist doch noch so weit weg. Aber die Focke Wulf ist jetzt schon ein Biest geworden. Also man kann eigentlich komplett durchgehend mit Volllast fliegen. Aber sie ist echt, ihr habt es ja gemerkt, weil sie zickt rum. Sie zickt rum. Das ist eine kleine Zicke geworden. Klingt das, weil wir angegriffen werden oder nicht? Ich glaube nicht. Na süß. Ach, bei der habe ich gar keine Bomben. Mist. Ja. Gucken wir mal, was los ist. Viel Spaß und nochmal Grüße an Pfeifchen und gute Besserung. Und danke fürs Reinschauen. Guck mir mal, auf was die Flak da schießt. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Wow. Auf wen oder was schießt die Flak da? Flak, hast du mich gerade verarscht?
das war kein Fehler. Ja, gut, das war ein Fehler. Ach, die Flak hat die B-25 abgeschossen. Das ist schön. Nicht. Da unten geht die Luzi ab. Übrigens noch mal den Tipp an alle, den ich gestern auch, glaube ich, retweetet habe, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, nachdem was sich da Twitch wieder hat einfallen lassen. Ich hoffe, ich kriege da jetzt keinen Ärger für, aber ist mir auch egal. Wenn ihr... Da ist was. Da ist einer. Wenn ihr lurken wollt, macht man ja gern mal. Ist es ja kein Thema. Hat ja auch keiner was dagegen. Ich hab Stream, wenn ich selber zocke, auch meistens nur einen Stream nebenbei offen. Aber was man wohl nicht mehr machen kann, darf oder sollte, weil dann tut man dem Streamer oder nicht den Gefallen, man möchte das machen, damit der die Viewerzahl hat. Und Twitch hat jetzt eingeführt, dass wenn du den Stream mutest und in ein anderes Tab gehst, dann wird der Stream pausiert und du zählst nicht mehr als Zuschauer. Deswegen einfach oben über das Tab muten, wenn ihr mein Gelaber nicht mehr hören könnt. Dann zählt ihr weiterhin als mein Führer. Ihr werdet nicht pausiert und alles ist gut. Da beim Fluss. Jetzt verschwindet er gleich im rechten im Rahmen. Da, der dreht rum, der dreht in meine Richtung, okay. Es ist die Frage, ist es ein eigener oder ist es ein Gegner? Ach, der ist bei denen auf dem Flughafen gelandet. Ganz böse O geschickt. Da schießt. Weiter so, alle, dann ist der Sieg unser. Könnt ihr mal wieder schießen? Ich sehe euch nicht. Kacke. Shit. Na toll, da hat die P63 jetzt erwischt. Ausgezeichnet! Toys, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ein paar Abstürze gab's schon. Und wir arbeiten an weiteren. Also keine Angst.
Thais, wie geht's dir? Wie lange hast du noch bis zum ersehnten Urlaub? Bei mir sind es jetzt noch grob 28 Stunden arbeiten. Da hinten, jetzt ist da hinten ein schwarzer Scheiße. Das ist ein Freund. Wo sind? Da. Achte Erste. Bis zum 8.1. musst du noch schaffen, oder was? Oder hast du schon Urlaub? Okay, da ist irgendwie Ringel Piz mit anfassen. Jetzt weiß ich, warum der Ringel Piz mit anfassen ist. Au, 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 Arschlöcher! Ich hatte keine Kontrolle mehr. Ging nichts. Ich kann ja verstehen, dass die Gunner bei Bombern gepimpt sein müssen im Verhältnis zum Realismus. Weil, wie gesagt, als Bomber bist du in der Regel alleine unterwegs. Aber dass du aus Prinzip immer den Motor triffst, immer. Die treffen dich einmal und es ist immer der Motor, den sie treffen. Immer. Ob, wenn du zwei Masch motorige Maschinen hast, ist der Motor links oder rechts. Wenn du Pech hast, beide auf einmal. Wenn der ein Motoriker hast, ist immer die Mitte, immer der Motor. Immer der Motor. Du hast also keine Chance mehr. So, genug gesalzen, sorry. Und dann hatte ich gerade keine Kontrolle mehr, deswegen Flügel. Der hat mir noch irgendwie. Ich habe versucht auszuweichen, ging nicht mehr. Oh, hallo, 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 hallo. Irgendwie ist gerade ein Wurm drin. Das ist jetzt schon lange nicht mehr passiert. Das ist mir jetzt wirklich schon lange nicht mehr passiert.
Das mich so verspult. Wie inaktiv, ich bewege mich doch. Und die Flak schießt schon wieder auf. Was schießt die verdammt nochmal? Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Okay, irgendwas hat er gerade geschossen. Das Fahrwerk ist drin. Warum kriege ich keine Geschwindigkeit mit dem Teil? Ich hab doch keine Bomben mit. Warum kriegt das Ding keine Geschwindigkeit? Das gibt's doch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal von da aus, der wo raucht, ist Feind. Ja, komm, geh ins Dock hinten. Das war meiner, Menno. Aber dass du mit den zwei motorigen Maschinen hier keine Geschwindigkeit drauf kriegst, hä? So, dann bewachen wir mal das Ding hier. Wird man wahrscheinlich auch noch hin und weg gebombt. Und wenn wir mit diesem Flugzeug gemütlich, weil alles andere wäre ja klogen. Gemütlich steigen. Fuck it. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da war doch gerade ein Bomber. Wo ist der Bomber? Ah, er hat ihn, okay. Lasst mir doch auch mal was übrig, verdammt nochmal. Menno.
Was wir jetzt einführen wollen bei dem. Dann ist der Sieg unser. Dass der mir immer ins Wort fallen muss. Immer das gleiche mit dem. Was wir jetzt auch einführen wollen. Dann sterb leise. Ist dieses, dass Scout-Panzer aufklären können. Also, dass die sozusagen Feinde markieren können und damit dann für andere sichtbar machen. Meine Hoffnung ist ja auch ein bisschen, dass hier, wenn ihr da vorne seht, hat er einen Haufen Antennen. Sieht man die von vorne? Da. Das war ja ein Nachtjäger. Also, der hat ja eigentlich so Nachtsicht und so, also nicht Nachtsicht, sondern über Radar gejagt. Und das fände ich auch schön, wenn sie das irgendwie auch hinkriegen, dass du dann so eine grobe Richtungsanweisung oder sowas, das kann dann auch ein Freundflugzeug sein. Es gab ja noch damals keine radargesteuerte Freund-Feind-Kennung, soweit ich weiß. Wenn du deinem Freund anfliegst, hast du halt Pech gehabt, aber dass die Dinger halt momentan so ziemlich absolut nutzlos sind. Ist auch irgendwie schade. Brauch Unterstützung. Stimme zu. An mir orientieren. Natürlich trifft mich die Flak. Warum sollte mich die Flak auch nicht treffen? Dann nochmal. Such dir jemand anders zum Spielen, Flak. Halt wahr sein. Ich kann schon spüren, wie nah wir sind zu rennen. Auf die Karte. Okay, eine B-34 diesmal. Mal gucken, ob ich die erwisch. Also einmal um 180 Grad drehen. Ich glaube, ich sehe dich. Ich glaube, ich sehe dich. Ach du Scheiße. Nee, doch nicht. Hä? Dann wo ist die B irgendwas? Das müssten freundliche Bomber sein. Weil ich habe momentan keinen Auftrag, feindliche Bomber abzufangen. Weiter so! Dann kann es den Sieg niemand mehr nehmen! Ich bin halt blind und blöd. Kehre zum Stützpunkt zurück. Verstanden! Wir folgen! Grad hast nichts verpasst.
Spartissel. Noch läuft alles. Na toll, der schmiert ab. Was soll das? Ich höre hier Tausende von Motoren, ich sehe aber kein Flugzeug. Was soll denn das? Auf die Karte. Ja. Wir folgen. Wo? Scheiße. Fuck, der war ein Tiefflieger. Die Made. Ist das Freund oder Feind? Oh, ein Feind. Da, wieder die Motoren, wieder die Motoren, einfach nur die Motoren. Dich nehme ich mit, du Arschloch. Das ist heute aber auch. Leck die Welt am Arsch, du. Habe ich hier schon Bömmchen? Nein, hab kein Bömmchen. Das ist so verlockend nahe. Dann machen wir einen Tiefflug drüber. Sie hoch, das Winterbeißen, genau. Es ist abnormal, wie die Motoren, erste Treffer Motoren, dann war es vorbei, dann habe ich einfach nur geguckt. Ja, war mein Fehler, ich habe zu lange gewartet, ich hätte viel früher das Feuer eröffnen sollen. Aber, naja. Wieso bin ich da unten? Hey, ich habe da oben hingeklickt, du Scheiß. Schön.
Ja, das Problem ist, Friendly Kill hier ist ein bisschen blöd. Das zieht dir einen Haufen Lions ab und du wirst aus dem Spiel gekickt. Ich verstehe gar nicht warum. Könntest du bitte nach oben? Jetzt müssen wir nach da oben. Ich hätte doch extra den Flughafen oben angeklickt gehabt, verdammt nochmal. Na, 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 na. Es ist wieder der Seitenwind. Und wieder, ihr seht ja, der rechte Motor 1 hat eine viel höhere Temperatur als der Motor 2 und ich verstehe nicht warum. Ist es realistisch? Oder ist es einfach nur scheiße implementiert? Ich fliege zu tief. Geht eigentlich. Ja, es ist halt so. Man kann es ja mal versuchen. Außerdem so gut getarnt, wie ich hier rumfliege, da wird ja keiner irgendwie mich sehen mit dem weißen Anstrich. Glaube ich. Es kommt drauf an. Also nach oben gehst du ja im Prinzip. Nach oben gehst du im Prinzip, wenn du die der Flak ausweichen willst. Flak. Hast du bei Städten, ja, ich fliege gleich über Essen, aber Essen gehört uns. Das sollte also kein. Hier könnte vielleicht ein bisschen Flak sein. Oder wenn du Flughafen, da hast du Flak, da musst du hoch sein. Ich möchte jetzt hier die Fabrik, die hier, angreifen. Da steht zwar auch ein bisschen Flak, aber nicht so viel. Sprach, sondern wird wahrscheinlich gleich abgeschossen von der Flak. Ob jetzt hier Jäger auf der Höhe kommen oder da oben, ist im Prinzip Kopfwegsprung. Der Vorteil ist, ich verschwende keine Geschwindigkeit damit, dass ich steige. Also meine ganze Energie geht ins Geradeausfliegen. Ich hoffe mal, dass Essen uns gehört, weil sonst ist da Flak und die tut aua. Weil dieser Grenzverlauf, den ihr seht ja, hier sind lauter blaue Einheiten, also das ist so ein grober Grenzverlauf. Aber ja, eigentlich ist die He 111 kein Tiefflieger. So wie die SB2, die da gerade was eine Flak abgeschossen hat. Irgendwie in der Richtung ungefähr. Straße, Straße, Straße. Sehen wir sie schon? Ne, die ist noch außerhalb des Renderbereichs. Was natürlich ein Nachteil ist jetzt hier, wenn man guckt, wenn ich jetzt zielen will, ist natürlich der Punkt oder die Zeitspanne, wo ich über dem Ziel bin, viel, viel kürzer. Während wenn ich in der Höhe bin, ich natürlich auch einen Tick mehr Zeit habe zum Ausgleichen und so weiter. Also
Das ist bei so Tiefflügen natürlich auch ein Problem. Das bin ich. 4. Okay, er hat's verstanden. Wir müssen ein bisschen. Bisschen korrigieren. Und ich hätte schwören können, da war gerade ein schwarzer. Scheiße. Das kann jetzt spannend werden, weil da ist ein bisschen Action vor mir. Das Runde, welches Runde meinst du? Also das Grüne ist da, wo das MG hinschießt und das Rote ist, wo ich ihm sage, da bitte hinschießen. Also das Grüne ist da, wo der Gunner in Wirklichkeit hinguckt. Und das Rote ist, wo ich ihm sage, hey, da bitte mal hingucken, wenn du dann mal Zeit hast. Ist da vorne schon die Fabrik? Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Ja, da ist sie. Oh, das meinte ich mit korrigieren. Bitte sei ein Freund, der da gerade auf mich zugestürmt kommt. Und weg. Fuck it! Und es hat nicht gereicht. Ich hätte nicht umschalten sollen, sondern ich hätte meinem Gunner vertrauen sollen. Aber den holen wir uns jetzt. Wenn ich starten kann. Die Flak schießt schon. Wow, was ist denn? Ich sag ja, die Focke ist eine Zicke geworden, das ist nicht mehr schön. Abbruch. Das schaffe ich nicht.
Also hat sie die Bomben weg, jetzt ist es eh spät. Scheiße. Mist! Der hat Bombenloch losgekriegt. Habe ich total übersehen, dass der dann doch noch irgendwie. Scheiße. Was ist das? Da sind zwei schwarze Punkte geradeaus. Da schießt's. Und da hat's den Voskos erwischt, aber wo ist jetzt die andere Maschine hin, verdammt nochmal? Wo ist der hin? Ach, den hat's auch erwischt, oder was? Nein, da. Also. Die Made. Nein, nicht zicken, nicht zicken, nicht jetzt zicken, nicht jetzt zicken. Ich sehe ihn nicht, wo ist er? Da. Nein, das ist eine Focke Wulf, eine BF. Wo ist er hin? Okay, dann ist er weg. Hä? Wo ist er hin? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hat der sich verpieselt? Oh, was ist das da gerade aus? Sind das Freund oder Feind? Enemy Attackers. Okay. Dann gehen wir diesmal auf Höhe und machen hoffentlich mal was richtig. Zu weit weg, zu weit weg. Zerstöre Destroyer der Elementar D3. Jawohl, zu dem fliege ich gerade. Geh mal ein bisschen.
KI jagen. Da hinten sehe ich einen. Das müsste ein Freund sein. Die Attacker sind schon. Ach, die sind schon da hinten. Gib Gummi. Die sind ja schon ganz wo anders. Jetzt schießt Flak auf mich. Könnt ihr mal aufhören, auf mich zu schießen? P61 hat eine Dot 217 rund, okay. Da sind die Attacker. Das war ganze Rotte. Scheiße. Da sterben gerade einige. Da habe ich gerade Spray gesehen, aber ansonsten sehe ich da nichts. Scheiße. Ich hinter mir, na toll. Ich bin an ihm vorbeigeflogen. Man merkt, dass ich länger nicht mehr ohne VR geflogen bin und deswegen gerade so ein bisschen Orientierungsprobleme hat mit dem Knopf. Da. Wo ist die Frage, Freund oder Feind? Das ist ein Freund wahrscheinlich. Ja. Er jagt irgendwas hinterher. Jetzt habe ich sie wieder verloren. Läuft heute, läuft, läuft. Jetzt höre ich wieder tausende von Maschinen und sehe keine. Oh Scheiße.
Motor ist am Arsch. Dass die auch so zickt, das ist... Seitdem sie das Flugmodell von der Fokke verändert haben, die macht keinen Spaß mehr. Die wackelt und wackelt und wackelt und wackelt. Oh. Das ist gerade grausam gewesen. Ja, Wein, Wein, Wein. Muss auch sein, muss auch sein. Jetzt machen wir aber voll Kamikaze. Jeden Flugplatz, wo ich starte, flack. Bitte sagt mir, dass ich diesmal vom richtigen... Nein, ich starte von da unten. Ich hab doch da unten den scheiß Flughafen angeklickt. Warum? 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 So, ich klicke jetzt hier einmal dahin. Flugfeld 1. Starten. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Warum nicht gleich so? Verstehe es nicht. Also da haben sie irgendwas reingepatcht, das funktioniert von und hinten nicht. An der Stelle. Ich habe zwei Motoren, könntest du mal beschleunigen? So ein bisschen? Ja, wackel, wackel, wackel. Also das Ding fliegt sich schlimmer als ein Bomber und soll ein schwerer Jäger sein. Verstehe es nicht. Das ist eine miese Runde. Das ist, also so eine schlechte Runde hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Ich freue mich auf den Tag, wo ich wirklich mit VR spielen und streamen kann. Bei denen gefallen mir die Tarnmuster, muss ich sagen. Dieses Gekritzle finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, ihr tut mir dabei leid, weil ich habe ja Spaß. Gut, ihr seht, wie ich fluche, aber das dauert halt immer eine halbe Stunde. Hast du es noch nicht gesehen? Jede meiner Maschinen hat die 13 auf den Flügeln drauf. Das ist meine Trikotnummer beim Handball meistens gewesen. Nein.
Ihr seht ja, was für große Kanonen da. Also die Rohre, die da unter den Antennen rausschauen, das sind ja meine Kanonen. Was ich an der Maschine halt einfach so krass finde, ist, dass die halt so absolut null Wendigkeit und null Beschleunigung hat. Und das als Jäger eigentlich. Also wie gesagt, das ist ein Nachtjäger. Ja, eigentlich für höhere Höhen. Ah, das ist ein Flak. Ich dachte gerade, da schießt was quer. Was bist du? Ja, ich muss wieder fragen, ob Freund oder Feind. Ich kann es noch nicht erkennen. Scheiße. Wow. Der sah schon besser aus. Nein. Ja. Nein. Ah, das war zu hoch. Sehe nichts mehr. Na komm schon. Jetzt dreht er, glaube ich, oder? Ich habe jetzt halt Schiss, dass ich meinen erwisch. Na, 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 komme ich nicht hinterher, da komme ich nicht hinterher. Auf was hat er bombardiert? Auf Flugfeld. Geh weg. Scheiße.
Wir werden noch das scheiß Ding da runterkriegen, das kann halt wahr sein. Boah, das hat jetzt aber auch lang gedauert. Habe ich jetzt Abschusshilfe? Ich habe nicht mal Abschusshilfe bekommen. Ich habe nicht mal Abschusshilfe bekommen. Na, noch habe ich ein bisschen Munition. Aber ja, wenn wir schon mal beim Flugfeld sind, können wir auch nachladen. Hast recht. Nicht mal Abschusshilfe habe ich bekommen und ich habe dem Ding sicherlich einige verpasst. Weil jedes Mal, wenn die Munition explodiert, war es in der Nähe. Da, wenn ich jetzt da schieße, dann dauert es viel, 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 viel länger oder teilweise explodiert sie gar nicht. Wenn denn. Bin viel zu schnell, ich bin viel zu schnell. Das Wort Kamikaze. Könntest du bitte. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich runtergerollt, oder? Bin ich noch auf dem Flugfeld? Ja, ich bin noch auf dem Flugfeld. Glück gehabt. Das war mit Absicht, Kamikaze. Die Flak schießt. Wo schießt denn die Flak schon wieder? Warum schießt die Flak schon wieder? Süß, die Kleinen, gell? Ja, der hat da auch dasselbe typische. Die G6 ist halt schon giftig am Start. Deswegen rolle ich da auch mit den Dingern immer so langsam an, bevor ich voll Schub gebe, was ja eigentlich auch realistischer ist. Aber bis man den Dreh raus hat, das dauert immer ein bisschen. Vor allem, wenn man von der F kommt. Die F ist dann auch nicht ganz so zickig. Nee, da oben kann ich keine Deckung geben. Ja, das Landen habe ich geübt. Ich habe die letzten Wochen nichts anderes gemacht, als Landen zu üben. Nein. Ich habe gerade selber nicht mehr dran geklappt, dass das noch klappt. Es war auch sehr eng. Man hat ja gehört, wie es aufgesetzt hat. Ich höre wieder Bomben. Was bist du denn?
Ach, die G6 fliegt mir hinterher. Wie will denn der landen? Jetzt will ich sehen, wie du landest. Ja, Spartissel, wann traust du dich denn endlich mal an die? Eine P-47. Soll ich mich an eine P-47 mit... Mäh. Falsches Flugzeug. Falsches Flugzeug eigentlich. Wir probieren's. Spartissel, wann traust du dich denn an Simulation ran? Da schießt irgendwas ganz rabiat. Aber der Kampf wird eigentlich da unten angezeigt. Komisch. Komm, trau dich. Was schießt er? Da ist doch gar keine Schlacht. Die Schlacht ist doch da unten. Auch hier wieder dasselbe vom Phänomen. Motor 1 ist wärmer als Motor 2. Ja, bei Panzersim muss ich dann machen. Bei Panzersim, wenn morgen Panzersim ist, fahr ich da und flieg da. Da ist schneller die Action, weil die Flugfelder viel näher am Geschehen ist. Also da hast du ja im Prinzip so eine Schlacht wie da unten jetzt bei G2. Warum ist hier eine Panzerschlacht, wenn die da unten angezeigt wird? Das ist auch ein Bug. Ja, ich habe gegen die Panzer keine Chance mit dem Ding. Leute, dann schreib mir einen wunderschönen guten Abend, wünsche ich dir. Wie geht es dir? Also warum habe ich hier ein komplettes Schlachtfeld, wenn es da unten lang ist? Das ist wahrscheinlich ein Bug. Ja, noch 28 Stunden arbeiten, dann habe ich 3 Wochen frei, von daher gut. Nicht übertreiben, Arzt ist bloß ein Leutnant zur See. Da müssen wir Flieger nicht vorsalutieren. Nein, Spaß. Verstehe echt nicht, warum hier Schlacht ist. Aber gut, wenn hier Schlacht ist, dann ist hier halt Schlacht. Wo sind denn die Artilleriegeschützstellungen da?
Oh, das wird nix, das wird nix, das wird nix, das wird nix. Das ist ja auch gar kein, das ist bloß eine Bodenunebenheit. Hä? Oh, ich soll vielleicht hochziehen. Ach, da daneben. Okay, versuchen wir es nochmal. Na toll. Danke, Atze. Da schießt eine Flak. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Hinter mir scheint ein bisschen mehr Action zu sein. Hart an Credits farmen, dann solltest du. Also, Credits farmen kannst du am besten in der Panzer Sim. Panzersim, also wenn du mit Panzersim, gut, dann müsstest du fliegen. Am Boden kriegst du auch mehr Credits, als dass du zahlst. Aber in der Luft, mit zwei, drei Abschüssen verdienst du in 20 Minuten 60.000 Credits. Your Highness, welcome to the stream. Yeah, at least I try. And I hope I don't speak for nothing English at the moment. Ja, morgen sollte wieder, morgen sollte wieder. Die A36 ist nicht schlecht. Too silent? Was sagen die anderen? Ist das Spiel zu leise? Oder habt ihr alle gemutet und reagiert bloß auf meine Mundbewegungen? Ist es zu silent? Sag mal was, ist es zu leise oder passt das so vom Sound? No reaction? Hello? Hello? Sound passt, okay. Wo sind die hin? Da war doch gerade noch einer, verdammt nochmal. Ah. Von oben kommt's geflogen. Da bleibt gleich nichts mehr übrig. So, ist da irgendwo ein Feind?
Shit. Der Sieg ist greifbar. Na, 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 komm, 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 komm. Ach, ist ein eigener, ha? Das wird dir passieren im Sim-Modus, dass du einen eigenen erwischt. So wie es mir gerade passiert, dass ich abgeknallt bei der verdammte Scheiße nochmal. Na warte, du kleiner Wicht, du. Do 217, the Night Fighter. The 217 J2. Warte mal, das ist eine U, dann ist es das. Nein. Hä? Wo ist der hin? What I'm doing with it is not normal. Ah, there. Normally I should hunt bombers, but at this stage of the game, you don't get one. So I risk to get shot down with this play. Ah, there. And hope to have a lucky shot on this guy, for example. I see you. And that should it be for him. No kill, warum habe ich kein... Ey! Warum? Ich habe den abgeschossen, verdammte Scheiße nochmal. Ich habe den noch gerade eindeutig... Das Spiel mag mich heute nicht. Dann ist der Sieg unser. Kein Kill. Fuck it. Warum bekomme ich keinen Kill? Ihr habt doch gerade gesehen, ich habe den noch gerade einwandfrei, also... Du bist auch eine Stucker. Auch eine Stucker.
Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte neulich schon mal sowas. Und da war es dann so, das war einfach Timing. Da ist eine Jagd, einem Bomber hinterher, ist von dem gestriffen worden, getroffen worden. Und im selben Moment, wie ich ihn erwischt habe und ihm die Flügel abrasiert habe, wurde für ihn, ist ihm der Motor explodiert oder sonst irgendwas explodiert. Und der Kill wurde dem Bomber angerechnet und ich habe nicht mal Abschusshilfe bekommen. Aber das gerade eben, das verstehe ich. Also der muss davor getötet worden sein durch einen Gunner oder sowas. Und dann habe ich noch drauf gehalten. Weil das siehst du ja nicht immer gleich. Aber wie blöd machen, ja, das werde ich auf jeden Fall. Es war wirklich eine beschissene Runde bisher. Na, ich muss zurück, mir krepiert gleich der Motor. Na gut. Na, der Motor ist am Arsch. Scheiße. Weil das Schöne bei den Replays ist ja, du siehst ja die Killmails und so weiter. Du kannst ja sehen, was dann passiert ist. Also die Meldung wie gerade eben die. Oha. Denn der? Ist halt abnormal, wie das deutsche Flugboot das bait. Das ist abnormal. Die Maschine ist wirklich abnormal. Und ich muss zurück. Ich habe keinen. Ich habe. Motor ist jetzt komplett weg. Guten Abend, Servus, wie geht's dir? Und ja, ich habe vergessen, den Knopf zu belegen für Propeller, Segelflugstellung und so. Wie lange musst du noch, Servus? Dass ich wieder keinen Abschluss. Nein, ich lerne es nicht. du kannst. Motorsteuer, also das, was ja dann im Prinzip du bei den richtigen Simulationsspielen eigentlich auch sowieso machen musst, kannst du das Motorgemisch einstellen, du kannst einstellen, welche wahahaha.
Du kannst einstellen. Schneller, schneller. Wieso krepiert man? Wieso verliere ich Geschwind? Wieso sink ich? Fuck it. Und zum Beispiel ist auch dabei, dass die Propeller, dass er nicht so, jetzt in der Stellung ist es ja ein Luftwiderstand. Deswegen zieht es mich die ganze Zeit in die Richtung rüber und bremst mich runter. Warum bremst mich das aber so extrem? Der andere Motor ist doch noch. Das habe ich doch vorhin auch geschafft. Scheiße, nass Wald. Oh nee. Bitte nicht. Ich schaff das nicht mehr. Warum? Die Maschine ist scheiße. Die Maschine ist. Ja, die Klappe habe ich gezogen. Ich weiß, die Klappe habe ich gezogen, weil ich nicht mehr. Guten Abend, Gummikuh. Die Klappe habe ich gezogen, weil die Kiste so runtergegangen ist, dass ich, das war meine letzte Hoffnung, dass ich überhaupt noch Auftrieb habe. Die Do 217 ist scheiße. Die Do 217 ist scheiße. Was war das jetzt? Der Spiel. Ich habe auf den mittleren Flughafen geklickt. Ich habe verglichen, ob es der Spawnpunkt ist und ich spawn da oben. Sorry für das Salz gerade, aber das. Weil jetzt fliege ich wieder eine halbe Stunde in der Gegend umeinander. Um dann da anzukommen, um festzustellen, da ist gar nichts mehr. Ey! Aber die Do 217, dass die so scheiße leckt die Welt am Arsch. Wie kann es sein, dass eine zweimotorige Maschine, weil ein Motor am Arsch ist, zur Geschwindigkeit verliert, dass er abschmiert? Das Ding ist. Nein. Nein. Ganz ruhig. Jetzt üben wir mal ein bisschen von morgen. Wie geht's dir, Gummikuh? Und ja, Salvus, ich weiß, Klappen. Also zur Erklärung der Propellerstellung nochmal. Du kannst einstellen, in welchem Winkel die Propeller sich drehen, also stehen sollen im Verhältnis zur Flugrichtung. Und du kannst dann natürlich sie so stellen, dass sie wenigstens Luftwiderstand haben. Das machst du dann, um dann, wenn der Motor aus ist, dass du eben nicht mehr. Ja, Gummi, aber das ist so drastisch. Das war ja gerade. Konnten wir ja zugucken, wie die Geschwindigkeit runtergegangen ist. Und die Klappe, Salvus, habe ich deswegen gezogen, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen noch, dass ich mich sozusagen drüber rechne, weil ich war ja schon unter 100 km/h. Und hast ja gesehen, in dem Moment, wo ich die Klappen angezogen habe. Und bitte lass da jetzt irgendwo Panzer sein. Nein, ich habe gar nicht verstellt. Das ist mein Problem. Das meinte Salvus mit, das lerne ich nie. Ich habe vergessen, ich sage jedes Mal, ich muss die Knöpfe dafür einstellen, dass wir es machen können. Ach so, war eine Aufforderung, okay.
Sind da jetzt echt keine Panzer unterwegs? Doch, da sind Panzer. Yippie, Panzer. Ey, lass mal welche übrig von den Panzern. Ich muss üben. Den habe ich doch gerade getroffen, komm schon. Ja, also so extrem, wie die gerade gezogen hat, die Maschine hätte vielleicht helfen können. Ob ich es dann vollends überlegt hätte, boah, kann man bezweifeln, ja. Flugfeld 2. Flugfeld 2. Ich bin bei Flugfeld 3. Das war gerade meine eigene Dummheit, was ich da gemacht habe mit dem. Da war ich gerade selber zu dumm zum Scheißen. Nochmal. Flugfeld 2. Flugfeld 2. In die Schlacht. Das ist nicht Flugfeld 2. Na toll, jetzt bin ich aber gleich tot, weil ein Bomber kommt. Scheiße, Notstopp. Den hole ich mir, den hole ich mir. Hat er gut gemacht. Die Frage ist, hat er es überlebt? Die Frage ist, hat er es überlebt? Die Flak schießt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass er es überlebt hat. So einen Run muss man halt erstmal hinbekommen, da. Also allen größten Respekt davor. Weil das finde ich ein bisschen schade. Solche Runs kannst du halt überhaupt nicht machen eigentlich, weil die Flak dich normalerweise komplett zersägt. Aber ich glaube wirklich, ihn hat's erwischt. Ja.
Anderes Flugzeug, dann kommst du auf eine richtige. Okay. Es kommt sehr aufs Tier drauf an und was du als Ziel hast. Bis Tier 2 schießt die Flak, glaube ich, bis 2, oder Tier 1 schießt sie bis 1000 Meter oder 2000 Meter. Tier 2 auch noch 2000 Meter. Also die Flughafenflak rede ich jetzt. Bei Tier 3 ist es dann schon 3000 Meter. Tier 4, 4000, also das Tier ist ungefähr die Höhe, die du mit dem Bomber haben solltest, mindestens. Wobei mindestens 2000 Meter und dann aufwärts, wenn du einen Flughafen bombardierst. Wenn du jetzt hier so wie die FW-190 da, nicht 200 oder wie heißt sie? Die FW-200, die da in den Bodenkampf einsteigt. Warum blinkt unser Flughafen? Das ist doch nix. Ist ja eklig, Servus. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Wenn du jetzt Fabriken angreifst, kommt es ganz darauf an, wo die Fabrik ist. Ob sich steigen lohnt oder die Hoffnung einfach Kamikaze und geradeaus weiter. So, was haben wir hier freigeschalten? Bömmchen. Oh, wir haben Munition. Die Munition freigeschalten ist natürlich nicht schlecht. Sonne und dann als nächstes da weiter kaufen. Und die 500 Kilogramm Bombe ist nie schlecht zu haben. Fertig. Bei der U haben wir auch was. Wir haben die Munitionsgurte für die 37 mm Kanone. Auch nicht schlecht. Kompressor haben wir bald. Ach, ich habe mit der Standardmunition geschossen und wundere mich, warum die Dinger nicht gleich explodieren. Da haben wir die 13 mm Kanonenkanzel. Da hätte ich gern. Was haben wir denn da? 2000 Kilogramm Bomben. Nee, dann gehen wir hier erstmal auf die Munition. Und dann so ein bisschen Schub und Steigleistung. Für dieses Drecksteil. Ach, deswegen fliegt die so scheiße. Das ist auch was, was man lernen muss beim Simulationsmodus. Das ist am krassesten. Solange die Kiste nicht ausgebaut ist, ist das Flugverhalten teilweise grausam. Ich hätte hier gern den Gurt. Aber welchen nehme ich? Dann nehmen wir die 20 mm. Und die Kanzel. Perfekt. Und da haben wir ja einiges. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir da so viele Punkte mit dem Ding geholt haben. Haben die Treffer vielleicht doch gezählt? Mit der Focke Wulf, da haben wir am wenigsten erreicht. Das war wirklich die mieseste überhaupt. Immerhin Platz 2. Ein bisschen Geld eingenommen. Und wir sind kurz davor, die Me 410 freigespielt zu haben. So grundsätzlich, also beim Sim-Modus habe ich immer das Gefühl, beim Fliegen bekommst du die meisten Forschungspunkte zusammen, während du beim Panzer-Sim am meisten Credits zusammen bekommst, aber weniger Forschungspunkte dafür. Also das Gefühl habe ich immer irgendwie. Zerstörte Luftziele. Und zwar mit der He-111 haben wir noch eins. Wann haben wir mit der He-111? Ist da einer echt noch abgeschmiert? Okay. Mit der Do 17.
Haben einen Bomber runtergeholt und dann eine 109er noch, ja. Bodenziele, ja, okay. Kritische Treffer. Okay. Treffer insgesamt 48. Da 12 mit der 217. Da spule ich gleich mal geschwind zu der Stelle vor, wo ich vorhin meinte, warum habe ich da keinen Abschuss. Da bin ich jetzt mal einfach neugierig. Für Landungen habe ich 10.000 Euro. Also da, das haben sie belohnt. Das finde ich auch gut so. Dass du jetzt einen Tick mehr Geld für Landungen bekommst. Das hört sich zwar albern an, aber die meisten Bomber sind ja im Prinzip nur geflogen, Bomben weggeworfen und dann scheiß drauf, ob man zurückkommt oder nicht. Und deswegen sieht man, ich habe jetzt zwar 2 Tonnen Bomben abgeworfen, aber ich habe für die Landung eigentlich mehr verdient. Oder durch die Landung eigentlich mehr. Also gerade mit der He 111 habe ich mit der einen Landung, die ich geschafft habe, bei der anderen hatte ich ja dieses tolle Glück, wo Atze rein zufällig aufgenommen hat. Aber damit habe ich mehr verdient als mit den 2 Bombmans, die ich gebraucht habe für diese 2 Tonnen Schaden. Finde ich gut. Finde ich gut. Zerstörte Luftpunkte, okay. Schlachtdauer, ja. Ist alles soweit gut. Aber 12 Tote ist halt peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Sadle. Jetzt möchte ich das nochmal schön gucken. Falsch. Wiederholung. Von gerade. Scheiße, kann ich überhaupt vorspulen? Weiß gar nicht, kann ich. Ist es jetzt das Ende? Moment mal, was ist denn das jetzt? Ich kann gar nicht zeitlich weiter vorspringen, oder? Und ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal das Spiel im Schnelldurchlauf sehen wollen, weil das war ja sowieso nicht so berauschend. Und wie ihr seht, auch hier die 13. Also eigentlich auf jeder Maschine habe ich die 13 drauf. Wo ist denn da der Japaner? Da hat mich doch gleich ein Japaner erwischt, oder bin ich da schon tot? Wo ist denn der? Mein Heckschütze taugt nichts. Ah! Von da kam er. Gut, also da man nicht vorspulen kann, oder? An einer gewissen Stelle. Nee, ich kann nur zwischen den Maschinen und her. Cinematic, okay. Das blöd in der. Okay, nee, das hat so keinen Wert. Das müssen wir uns nicht nochmal antun. Dachte, wir können vorspulen. Ja, das würde ich Spartissel sogar zutrauen.
Gut. Ich würde auch sagen, wir machen Schluss für heute. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für die Host, für die Follows, fürs Dabeisein. If the English-speaking person is still here, thank you for watching. Morgen gibt es nochmal eine Runde. Lass mich mal gucken, wo wir euch denn hinhosten. Ja, machen wir dahin. Die meisten werden ihn schon kennen. Private Pinguin hoste ich euch gleich hin. Bei einer Fabrik am Fluss könnte es klappen. Ja, da könnte es eventuell sogar klappen. Ein bisschen anderes Spiel. Wie gesagt, morgen in der Hoffnung, dass Panzersim funktioniert. Wenn das funktioniert, werde ich was anderes streamen. Wenn nicht, muss ich mal gucken, was wir machen. Mittwoch nicht. Donnerstag wieder, Freitag, Donnerstag weiß ich noch nicht, eventuell Handball, Weihnachtsfeier und Freitag muss ich dann gucken, wie nüchtern ich bin. Ja, ich hoffe morgen, Gummi, ich hoffe morgen. Weil unter der Woche, letzte Woche war es eigentlich fast jeden zweiten Tag. Ich hoffe mal morgen, ich hoffe mal morgen. Aber das weiß man ja nie, das weiß man ja nie. Wie gesagt, wenn morgen, dann. Was anderes? Donnerstag weiß ich noch nicht. Freitag, letzter Arbeitstag. Dann muss ich mal gucken, wann ich nach Hause komme und wie Lust und Laune ist. Und dann ist Weihnachten und die Feiertage dazwischen. Ich habe 3 Wochen frei. Da werde ich wahrscheinlich sehr viel streamen. Hoffentlich, wenn es gesundheitlich geht. So, genug gelabert. Nochmal herzlichen Dank fürs Reinschauen. Fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen. Habt viel Spaß. Lasst einen lieben Gruß bei Private Pinguin da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.